Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich euch ein bisschen Hardware vorstellen, und zwar die Kiwi Handschlaufen für die Oculus Touch Controller. Damit können wir unsere Oculus Touch Controller upgraden und ja, haben so ein bisschen das Gefühl wie bei den Valve Index Controllern. Es wird hier so eine Schlaufe befestigt und ja, wir können dann wirklich die Hand loslassen und haben trotzdem noch den Controller in der Hand. Also das ist ganz praktisch und ja, die wollte ich euch vorstellen. Mal ein kleines Unboxing, das wird nicht groß sein, aber dann auch die Montage mal kurz zeigen. Und dann sage ich euch noch, was ich davon halte. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Kiwi-Seite selber an und danach nochmal kurz die Amazon-Seite, wo ich es drüber bezogen habe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Kiwi-Seite. So, ja, hier sind wir schon auf der Kiwi-Seite und ja, die haben verschiedene VR-Produkte. Und ja, hier sehen wir einmal das, was ich euch heute hier vorstelle. Und ja, dann gibt es auch noch Kamera-Wandhalterungen und die haben auch so ein Kabelmanagement, was man an die Decke machen kann und da das Kabel dann einhängen kann, dass das Kabel von oben kommt. Soll ganz praktisch sein. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich da wirklich nicht so ganz weiß, hält das an meiner Decke, weil meine Decke ist so ein bisschen ja grob, sage ich mal. Und ja, da die ganzen Sachen geklebt werden, könnte es sein, dass es nicht hält. Und ich möchte da aber auch nichts in die Decke bohren, von daher habe ich da erstmal von abgesehen. Aber die sollen echt gut sein, gibt ja schon einige Leute, die das getestet haben. Ich glaube, Sandora und Fleck hatten die mal getestet. Wenn ihr da einen Test sehen wollt, Review, dann könnt ihr auf den ihren Kanal mal gehen. Vielleicht werde ich sie auch irgendwann nochmal testen. Mal schauen, lasse ich mir so ein Set mal kommen und teste das mal, wie das an meiner Decke so hält. Ja. Die kosten $15,99 und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Amazon Homepage. Und ja, hier $15,99 finde ich eigentlich nicht zu viel für so ein Set, ist ein fairer Preis. Und ja, hier sehen wir nochmal so ein bisschen die Montage. Also man muss das alte Band rausnehmen definitiv und das wird dann ersetzt durch die neue Handschlaufe. Ich finde von den neuen Touch-Controllern die Schlaufen sowieso nicht mehr so gut. Erstmal ja, sehen die sehr fragil aus und zweitens sind die nach kurzer Zeit schon ziemlich abgenutzt und abgerockt, sage ich mal. Und das hatten die alten CV1 Touch-Controller nicht. Die hatten eine schöne ja, Textilschlaufe und ja, das ist nicht so schön. Von daher ist es auch gar nicht schlimm, dass man die entsorgt und gegen was anderes austauscht. Ja, sehen wir die. Das sind immer zwei Teiler und ja, der eine wird per Gummiband, sage ich mal, an den Touch-Controller befestigt. Das andere wird hier, wie wir hier sehen, wird das wirklich da eingesteckt, wo die Handschlaufe war. Und somit ist die da auch fest und der wird nur durch das Gummi gehalten. Und dann hat man hier so einen Klettverschluss. Das ist eigentlich ein ganz einfaches System. Und ja, so sieht das dann fertig aus. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich habe es bei Amazon bestellt und ja, den Link werde ich euch in die Beschreibung packen von Amazon. Wenn ihr Interesse habt, das darüber zu bestellen, würde ich mich freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link macht. Dann unterstützt ihr mich ein bisschen dadurch und ja, zahlt aber auch keinen Cent mehr. Von daher ist es eine kleine Win-Win-Situation vielleicht. Also für euch jetzt nicht, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre das natürlich cool, wenn ihr das darüber macht. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal zum Unboxing-Tisch und ja, dann auch direkt über zur Montage, würde ich sagen. Okay, hier sind wir beim Unboxing-Tisch und ja, öffnen wir einfach mal das Kiwi-Paket, ist ja nicht viel. Wir haben einfach unsere zwei Handschlaufen hier. Und dann haben wir einmal so ein kleines Manual. Ich hatte mir eben ein paar Bilder angeschaut, es sah eigentlich gar nicht so schwer aus. Ja, hier haben wir das kleine Handbuch in verschiedenen Sprachen. Ja, hier mal sogar, wie installiert man halt auf Deutsch. Wir legen das mal so ein bisschen beiseite, vielleicht brauchen wir es noch. Wer weiß das schon. Und ja, ich habe eben gesehen, als erstes sollte man die Handschlaufen entfernen. Das heißt, also die alten Handschlaufen. Das heißt, wir öffnen das Batteriefach und ja, ziehen dann einfach hier jetzt die Handschlaufe raus. Und dann weg damit. Sehen auch ziemlich abgenutzt aus. Das machen wir jetzt bei beiden Controllern. Zack und weg.
So, dann kann man eigentlich, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier den für den linken Hand, also für die linke Hand. Können wir jetzt mal schauen. So, jetzt müssen wir hier diesen Klettverschluss, sage ich mal, also den großen Klettverschluss, der mit der ja, Nase, die hier in diese Handschlaufenverriegelung reinkommt, den müssen wir jetzt erstmal nutzen. Das heißt, wir müssen mal schauen, in welche Richtung wir den packen müssen. Und da wir ja hier den Klettverschluss haben, werden wir den jetzt wahrscheinlich so einhängen müssen, dass das hier nach vorne zeigt und dann hier auch anliegt. Wie ihr seht, jetzt habe ich hier den Klettverschluss liegen und dann kommt von oben nachher nur noch die andere Verriegelung. Schauen wir uns jetzt mal an. Die müsste ja hier so aufliegen. Das wäre dann die richtige Position. Das heißt, wir schieben jetzt einfach hier das Gummi mal darüber. So, das wäre es eigentlich auch schon. Und dann kann man hier auch das Batteriefach wieder schließen. Kann man auch vorher machen, bevor man das Gummi da drauf macht. So, das war es eigentlich schon. Und jetzt kann ich mir hier die Schlaufe einmal umlegen. Das Gummi kann man ja immer wieder ein bisschen ziehen und dann positionieren, wie man das braucht. Dann legt man das einfach hier rum und zack, haben wir es auch schon fest. Man kann es natürlich festziehen, wie man möchte. So, dass es fast schon wehtut und die Blutzufuhr abschnürt. Nein, so fest sollte es natürlich nicht sein, aber schaut mal, also ist ganz bequem. Und also ich kann jetzt nicht meckern, ist auch fest. Also da sollte man definitiv nichts verlieren. Und ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich befreie mich jetzt schon mal nochmal davon und dann werden wir den anderen auch noch umbauen. Das können wir eigentlich, was wahrscheinlich auch einfacher ist. Die muss hier drüber liegen. Machen wir den zuerst drüber, der mit der Gummihalterung. So, der zeigt ja so. Der würde mir dann genau hier die Schlaufe drauflegen. Das ist perfekt. Und da brauchen wir wieder die Schlaufe, das Klett außen, ne? Hier diese Seite. So, und das wäre es dann auch wieder schon fertig. Batteriefach noch zumachen, ein bisschen ziehen. Und schon ist man fertig. Also super einfach und liegt echt gut in der Hand. Also da kann man echt nicht meckern und ich würde sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ja Leute, hier sind die Oculus Knuckles Controller. Nein, also hier haben wir die Kiwi-Halterung. Sie nennen ja Kiwi-Knuckle-Halterung oder so. Also es ist echt cool, dass das ist das, was eigentlich ja, jeder Controller unterstützen soll, jeder VR-Controller unterstützen sollte, sowas zu integrieren, denn auch bei den Valve Index Controllern muss ich sagen, das Fingertracking, das einzelne Fingertracking ist echt cool, ist ein nettes Gimmick, aber meiner Meinung nach nicht zwingend erforderlich. Aber gerade diese Schlaufe, damit ich alles loslassen kann und der Controller bleibt in meiner Hand, das ist genau das Coole an den Valve Index Controllern, meiner Meinung nach. Und ja, dass das jetzt hier auch möglich ist, ist echt cool. Ich habe ein bisschen gespielt Hellsplit, wo man wirklich ja, viel schlagen muss. Wo man natürlich aber auch automatisch, weil man denkt, man hat ja ein Schwert in der Hand, dass man auch zugreift. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie sich lösen oder so. Also vollkommen in Ordnung. Und ich habe jetzt auch keine irgendwie Spuren gehabt, wo irgendwas reinschneidet oder so. Hätte ja auch sein können, dass das hier irgendwie in der Hand schneidet. Aber alles super, fühlt sich angenehm an, hält super, lässt sich echt gut individuell auf mehrere Hände anpassen, ne? Wir haben ja eine große Fläche, sage ich mal, vom Klett her und können somit ja hier anfangen und das bis hier festziehen. Also wer jetzt kleine Hände hat, kann das dann bis hier festziehen. Also alles in Ordnung. Aber es ist nicht alles gut. Also ich habe einen kleinen, ja, für mich ein kleines Manko. Wenn ich die ganz festziehe, dann habe ich den ja automatisch, ja, so wie es eigentlich gewünscht ist, in der Hand. Und wenn ihr seht, wie lange mein Daumen jetzt rausragt, und ja, ich muss den jetzt, um den Thumbstick vernünftig zu benutzen, muss ich den relativ, ja, blöd knicken. Und ja, das ist ein bisschen, ja, bisschen nervig.
ja, ein bisschen störend. Ist fast aber ungefähr so wie bei den Valve Index Controllern für meine Hand jetzt. Das trifft ja nicht auf alle Hände zu, ja, weil wir so viele verschiedene Handformen haben. Aber für meine Hand und meinen Daumenlänge ist das fast genauso wie bei den Index Controllern, denn der Thumbstick müsste einfach einen Tick höher sein, dann wäre es super angenehm. Und das gleiche Problem habe ich jetzt hiermit auch. Vorher kann ich euch zeigen, habe ich den Touch-Controller nicht so gehalten, sondern echt, ich habe den irgendwie so gegriffen. Und ja, so habe ich den Trigger direkt passend in der Hand. Ich habe hier die Grip-Taste passend in der Hand. Und ich habe mit meinem Daumen ganz ohne Probleme den Thumbstick in der Hand. Und ja, das ist jetzt kein Problem so. Aber wenn ich jetzt wirklich fest anziehe, habe ich nicht mehr viel Spielraum, um ja, meine Hand so ein bisschen weiter runterzugreifen. Und ja, dann ist es so ein bisschen störend. Aber ist nur ein ganz, ganz kleines negatives Manko, sage ich mal. Ansonsten war alles super bequem. Es ist cool, einfach mal die Touch-Controller jetzt auch mal loslassen zu können, ohne dass die auf den Boden fallen oder einfach nur runterhängen. Wenn man schon einen installiert hat an der Hand, sage ich mal, ist es ein bisschen fummelig, den zweiten auch noch dran zu kriegen. Aber es ist eigentlich kein Problem, aber man muss ein bisschen hantieren. Also es ist nicht so einfach wie, sage ich mal, mit den Valve Index Controllern, die ja eh fest ist und man muss auch nichts festkletten. Aber trotzdem ist es möglich, also ist jetzt nicht unmöglich, wie ihr seht. Aber man muss halt ein bisschen damit rumspielen. Meiner Meinung nach für 16 Euro echt ein cooles Upgrade und sollte sich jeder überlegen, der eine Rift S oder eine Quest hat. Passt ja für beide und ja, also mir gefällt's und ich bin froh, dass ich die jetzt habe und ist ein, ja, ein bisschen anderes Spielegefühl, sage ich mal. Ja, wie eben schon erwähnt, werde ich den Link zum Amazon-Shop unten in die Beschreibung packen. Das ist ein Affiliate-Link von meiner Seite. Und ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet und wollt das sowieso kaufen und ihr kauft das über Amazon, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr. Und ja, so unterstützt ihr mich ein bisschen. Und es gibt auch einen Link, einen Amazon-Affiliate-Link, der unten in der Beschreibung auch ist. Da könnt ihr eigentlich alles drüber beziehen, was ihr bei Amazon kauft. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, müsst ihr natürlich nicht. Aber wenn ihr sagt, cool, den Tupac möchte ich unterstützen, dann könnt ihr das mit diesem Amazon Affiliate Link machen. Ja, so unterstützt ihr mich und ich kriege eine kleine Provision und ja, kann mir immer bessere Hardware leisten. Also es ist nicht alles so ganz günstig und ja, zum Glück habe ich letztens eine Kamera, in die ich jetzt reinspreche, vom Zitronenarzt bekommen. Nochmal danke dafür, weil meine Webcam war echt ja, irgendwie schlecht für diese Aufnahmen und damit habe ich jetzt echt einen Tick bessere Qualität erreicht. Ist natürlich noch immer Luft nach oben, aber trotzdem versuche ich den Kanal immer weiter zu verbessern. Und ja, dazu gehört natürlich auch Hardware, die immens teuer ist. Und ja, egal ob es von Mikrofon, Kamera, Grafikkarten, VR-Brillen und so weiter. Also das kostet natürlich alles immens viel Kohle und ihr müsst nicht meinen, dass ich mit meinen 640 Abos, die ich jetzt habe, da irgendwie Kohle abschöpfe ohne Ende. Also es ist natürlich nicht so, kann sich natürlich auch jeder normal denkende Mensch vorstellen, dass es nicht so ist. Ich mache das alles wirklich nur für VR. Ich möchte VR pushen. Ich möchte auch den Entwicklern helfen, die Spiele vorzustellen. Und ich möchte euch auch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, das mache ich auch mit meinen Videos immer wieder. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und ja, das sehe ich eigentlich auch in den Kommentaren und an den Likes. Natürlich auch in den Dislikes, die Leute, die es vielleicht nicht mögen. Aber so ist das Leben. Muss man drüber stehen. Aber trotzdem bedanke ich mich an alle Leute, die meinen Kanal so toll unterstützen, mir Abos gegeben haben, mir Likes geben, mir Kommentare schreiben und so weiter. Und mir so helfen, den Kanal weiter nach oben zu bringen. Also danke nochmal dafür. Ja, und ich kann jetzt nur sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ja, gebt mir doch ein Abo, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt. Würde mich echt freuen, denn ja, ich bin auf dem Weg nach den 1000 Abos. Und ja, nächstes Jahr müssen die definitiv fallen, diese Grenze, diese 1000 Abo-Grenzen. Und deshalb, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt, abonniert. Die Glocke nicht vergessen, ne? Die Glocke andrücken die Glocke. Und ja, dann verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.